Hey Leute und herzlich willkommen zum England-Vlog 2023. Es schneit! Hallo, ich bin der Leon. Und wir machen jetzt eine Roomtour. Ey, läuft das eigentlich schon? Ja. Ey, das können wir so lachen. Nein, Leon. Dann mach allein so und ich mach. Nein, halt's Maul. Ich bin der Leon. Ich bin Mathis. Und wir machen jetzt eine Roomtour mit euch. Crazy. Wir sind da. Oh mein Gott, da stehen so viele Leute. Natürlich sind es die. Yay! Hallo Leute, wir sind im Tesco. Hallo. Ganz viel Müsli. Pop-Tarts. Ja, oh Gott, das sieht super lecker aus. Weil unser Bus kommt erst in 15 Minuten, deswegen sind wir jetzt im Tesco. Die Bushaltestelle ist halt direkt neben Tesco. Genau. Super excited. Was machen wir? Stadtrally. Wir machen eine Stadtrally. Ja, genau. Und eine Wanderung, ne? An diesen Cliffs. Ja, eine Wanderung. Oh mein Gott, das ist so windig. Oh. Das ist so windig. Lass es, Reaper! Es ist so windig hier. Naja. Filmt es? Ja. Hier wurde Harry Potter Teil 4 gedreht. Oh mein Gott! Oh, ich fliege. Wo die mit dem, wie heißt das, Schlüssel? Portschlüssel? Ich habe keine Ahnung, Feuerkelch. Wo die mit dem Portschlüssel da lang geflogen sind im vierten Teil, das ist hier. Wir sind fast da. Oh mein Gott, nee. Da vorne ist die Klippe. Oh mein Gott, Hilfe! Ja, ich mach Bild, warte! When you come and it feels like ist das? Oh mein Gott, wir können das machen! Hä? Hilfe, I look like shit. We are walking to the pier. Right here. Oh no, Nora's head is in the way. Nora, duck yourself. Oh nein, die Horrorstraße. Engländer stoppen nicht. Die stehen nicht. Die bleiben einfach nicht stehen. Die fahren einfach mit denen. Die fahren einfach. Jetzt. Let's go to the beach. Let's go to the way. Moving. Oh wow. Oh no, große Welle! Eine sehr große Welle! Guck mal! So voll die Riesenwellen! Wuhu! Filmt es? Ja, es filmt. Hallo! Hallo! Und doch Werbung einblenden dafür. Oh mein Gott. Wir haben Pop-Tarts ohne Toaster gegessen. Das war nicht so lecker, naja. Aber egal. Also, das ist Leni. Hi! Das ist Azize. Hallo! Und mich kennt man noch.
mich. Also, was haben wir heute gemacht? Heute waren wir beim Beachyhead. Beim Beachyhead. Da wurde Harry Potter gedreht, das habe ich aber vorhin schon gesagt. Also, es hat eine hohe Suizidrate. Naja, und danach haben wir eine Bustour gemacht. Was hat die uns erzählt? Ich habe nicht irgendwas zugehört. Irgendwas über Eastbourne. Ja, irgendwas über Eastbourne. Und dann haben wir eine Stadtrally gemacht in der Innenstadt. Das Pier gesehen. Ja, Pier. Haben wir gesehen? Das Pier, genau. Der Pier. Das Pier. Der Pier. The. The. Das. Der. Der Pier. Das Pier. Jedenfalls, die Stadtrally war ein bisschen langweilig. Und dann mussten wir irgend so einen Stein finden, wofür wir so eine halbe Stunde gebraucht haben. Ja, und dann haben wir, also die haben Fisch und Chips gegessen. Das war super, 10 von 10. Also du nicht, ich die schon. War es lecker? Das war teuer. Ja, es hat 14 Euro oder so gekostet. Totally. Absolutely. Was haben wir danach gemacht? Wir sind zur Schule gegangen. Oh Gott. Oh mein Aber Gott, das war so eine ganz komische Schule. Der erste Lehrer war voll sympathisch und sozusagen Tabu gespielt, sowas in die Richtung. Ja, genau. War so ein Klo, da war so Unisex und plötzlich kommen so lauter Leute rein, so Hugo und so. Wir waren nur so auf der Toilette und plötzlich kommt so ein Junge rein aus unserer Klasse und wir denken uns so, hä, was machst du hier? Und er so, hallo. Naja, und danach sind wir nach Hause gefahren, dann haben wir hier gegessen. An sich war es ganz schön. Ja. Wie raten wir den Tag? Von 1 bis 10? Das war so eine 8. 8, genau, wollte ich auch sagen, weil die Schule hat ein bisschen und es war ein bisschen windy. Ja, ein bisschen sehr. Dann war meine Frisur bisschen ganz am Anfang windy. Zerstört. Ja. Morgen gehen wir nach London. Das wird supi. Yay! Um 9.30 Uhr. 21.30 Uhr. Es ist 9:30. Ich werde sterben. Oh. Oh Gott. So, okay, wir machen jetzt mal gute Nacht. Gute Nacht, meine Freunde. Bis morgen. Wir sehen uns in England. Nee. Okay, stopp. Kommt her. Wir machen einen Zaubertrick. Kommt her. Eins, zwei, drei. Aber ich werfe das jetzt hoch. Ja? Ich werfe das jetzt so hoch und dann müssen wir alle auf die Seite. Okay. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Hallo, wir gehen jetzt runter. Wir sind sehr excited. Das habe ich gar nicht gesehen letztes Jahr. Das sieht irgendwie wirklich schön aus. Ich weiß. Big Band is ringing. Hallo. Halt mich an Dini fest. Toll, ja? Ja, toll. Ganz toll. Okay. Hallo. Wow. Warum gehen alle drüber? Engländer sind so ungewöhnlich. Hilfe. Das ist einfach Big Band. Oh mein Gott. Normal, ne? Passiert ja jeden Tag. Ja, wunderschön hier. Ja. Hi. In welchem Park sind wir? St. James Park. Und gleich kommen wir zum Buckingham Palace. Genau, wir laufen zum Buckingham Palace, da freue ich mich. Wow. Super belichtet. Would you wanna take a picture of me? Times Square. Wir waren gerade bei dieser Telefonzelle von One Direction. Dem Hard Rock Café ist das. High Piccadilly Circus.
Ach so, wir sind bei Piccadilly Circus. Wow. Was ist mit dem von vorne Film? Halt euch nochmal rein. Hallo. Hi. Hallo. Wir gehen jetzt in den Harry Potter Shop. Oh mein Gott, man hört den Null. Warte. Hier ist, warte. Hier ist ein M&M Shop. Hier sind Tauben. Leute, da hinten ist Chinatown. Toll. Guckt mal. Wow. Oh mein Gott, wie cool. Wow. Wunderschön, Chinatown. Leute, wir müssen ein Update geben. Guten Tag. Wir waren gerade im größten Buchladen Europas. Und das war übelst cool. Die hatten 6 Stöcke. Es waren 6 Stöcke mit tollen Büchern. Und es war so krass. Ich habe mich auch total sauber und alles. Ja. Und die Menschen waren nett. Ich habe mich nicht getraut, darin richtig zu filmen. Deswegen habe ich nicht gefilmt. Aber das war so cool. Und ich habe 2 Bücher und das ist so schwer, Leute. Dann kannst du Bilder machen. Mein Arm stirbt ab. Ja, jedenfalls sind wir jetzt in Chinatown. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Was machen wir? Wir sind auf dem Klo. Hallo. Wir sind auf der Fähre. Nee, Uber. Freuen wir uns. Es war sehr super heute. Oh ja, Franzi, sag nochmal, ich hab mich auf dich gefühlt. Wir haben so viele Bücher gekauft. Ja, 2. Oh. Ich selbst. Ja. Ich mache einen Haul, wenn wir zu Hause sind. Ja, wir müssen einen Haul. Wir machen einen Haul. Aber jetzt müssen wir erstmal 2 Stunden Bus fahren. Ich bitte dich. Mein Haar steht ab. Na egal. Wir sind hier Bus fahren. Wunderschön. Ein Film dabei. Die Leni muss sich richten. Nein. Das ist peinlich jetzt. Mach es aus, mehr. Nein. Richte dich, Leni. Nein, richte dich. Das ist schlimm jetzt. Brauchst du den Spiegel? Nein, lass mich nicht. Ich kann nicht ganz so. Das ist ganz hart schlimm. Das macht mich insecure. You're insecure. Don't know what for. I know what for. Oh. Stopp! Stopp! Das ist Venom. Venom? Hallo? Venom. Das ist ein random Bridge. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah nee, da geht man da so rüber und dann ist man so da. Nein, ich habe keine Batterie. Okay, Leute. Ja, egal. Hallo, wir machen jetzt eine ganz schnelle Roomtour. Ich habe fast keine Batterie mehr. Okay, wartet. Wir sind zu Hause übrigens. Okay. Wir machen jetzt eine ganz schnelle, flotte Roomtour. Hier ist die Treppe. Dann hier ist das eine Bad mit so Klo und so. Wunderschön. Und da sind die Gastfamilie. Da ist Lenis Zimmer. Hallo, my people. Ich bin alleine hier in meinem Bad. Oder unserem Bad, keine Ahnung. Ich zeige euch mal kurz nochmal mein Zimmer. Ja, hier ist die Tür. Da ist dann so das Regal, was ich benutzen darf, mit ganz vielen Sachen drin. Das ist alles Müll. mein Koffer war wunderschön, meine Jacken. Das ist nicht mir, weil aber der Vater hier, der liest voll viel, deswegen ist hier so ganz viel. Ja, Curtains und mein Bett. Da sind wir immer alle. Achso, und ja, hier Klo und also was, Dusche und so. Wie spät ist es? Wir haben 12:30. Ah, ich wollte euch einen Haul machen. Wir waren ja heute in London. Okay. Wir waren ja heute in London. Und ich habe was gekauft. Ich habe insgesamt 50 Euro ausgegeben. Also, ich habe hier einmal English Tea gekauft. Dann waren wir im größten Buchladen in Europa. Habe ich einmal That's Left in the World gekauft, dieses Buch. Und dann The Sound of Achilles. Ja, irgendwie so, ne? Und wir waren im Harry Potter Shop. Und ich habe den Ring gekauft. Das ist ein goldener Schnatz. Ja. Der Tag war so cool heute. Also,
Wir haben so viel gemacht. Schaut mal auf Insta bei mir vorbei. Ich habe da Fotos gepostet. Falls mein Rücken tut so unfassbar weh, weil ich habe diese Toteback da und die trägt man ja auf einer Seite. Und ich habe mich ständig abgewechselt und mein Rücken tut so weh. Es ist so schlimm. Aber ja. Oh mein Gott, es ist so windig. Hallo! Scheiße, sehe ich aus! Das ist ein Eskimo. Bisschen windig! Bisschen? Bisschen! Hilfe! Love it! Guck, jetzt eine Kitchen! Also, ich glaube, da ist Harry Potter gedreht worden. Also, da ist da. Da so. Ich muss mich mal kurz hier. Meine Haare! Hey, das ist ja schlimm! Mann! Nee, du hast ein Pony gefühlt gerade. Moment, aber kein Curtain Bang Pony. Einfach. Nee, Ami, das wird nicht. Okay, wir gehen einfach weiter, das passt schon. Ich bin voll der sexy Eskimo gerade. Oh mein Gott. Wow! Wir sind auf der tollen Klippe, wo wir vorgestern auch schon waren. So ein krasser Eskimo. Warte, hier vorne ist voll Ästhetik. Oh, das sieht man gar nicht auf der Kamera. Man kann bis da vorne sehen, aber man sieht das irgendwie nicht. Wir hätten am Dienstag gar nicht hier lang laufen müssen. Wir sind hier doch sowieso jetzt lang. Leni stirbt. Wir sind am Sterben. Wir müssen dahin, bitte. Da saß Harry. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Wir sind einfach in Brighton. Oh mein Gott. Also einfach, da saß Harry irgendwo. Da muss ich hin. Jetzt. Oh mein Gott, das ist so cool. Leute, wir sind im Wilde Bier. Weil in Deutschland gibt es sie nicht mehr. Und deswegen sind wir jetzt in England hier. Und ich will einen haben. Aber welchen? Die sind alle so den blauen. Nein, aber ich will keinen Frosch haben. Also ich weiß es nicht. Hallo! Nee, hat einen Frosch. Zeigt einen Frosch. Wunderschön. Und Nora hat einen Teddy. Yay! Mein Hasen, der heißt Harry. Und jetzt sind wir auch fast wieder rund mit der Zeit und wir müssen jetzt wieder schon zurück zum Bus gehen, weil wir gehen später in die Disco oder irgendwie sowas. Hallo! Wir sind im Tesco. Hallo! Guten Tag! Ich fühle mich hier voll mit meinem Teddy. Ich bin fast eingeschlafen, wir alle. Nee, Leni auch. Ich weiß nicht, bist du eingeschlafen? Ich hab Ärger bekommen. Meine Haare locken sich so komisch und ich verstehe es nicht. Wir kochen gerade Tee und Blumen, weil heute ist unser letzter ganzer Tag. Wir mussten gerade Tschüss sagen vom guten Robert. Und von Peter. Ja, und von Peter. Die waren so sweet, das war unsere Gastfamily da. Und jetzt warten wir auf die Disco, worauf wir keine Lust haben. Yeah. Freuen wir uns. Die Motivation schaut uns echt aus dem Gesicht raus. Ja, total. Also wir freuen uns total aufs Dancen. Alles, was ich kann, ist Harry Dance Moves. Nee, ich nicht. Ich bin dann ein auf hier. Nee, aber ja, wir warten auf den Bus hier an unserer tollen Bushaltestelle. Wuhu, wir warten hier. Der Bus kommt immer zu spät. Heute Morgen haben wir eine halbe Stunde gewartet, oder? Der soll um 48 kommen. Auf 4 Minuten. Ja, heute Morgen haben wir eine halbe Stunde gewartet. Gestern war es eine Dreiviertelstunde, also irgendwie wird das irgendwie nicht rein. Ja, es war sehr lange, weil der Bus verpeilt irgendwie jedes Mal, aber ja. Let's go to the disco. Woohoo! Let's go to the beach. Each. Let's go right away. They say what they're gonna say. Warte, jetzt machen wir so eine Transition. Transition, okay, warte. Let's go. Warte. Let's go. Eins, zwei, drei. Mew! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool. Oh Gott.
Mann, Mann. Wow, man sieht uns nicht. Egal. Ich höre nichts mehr. Es regnet. Ich heul gleich, ich hab einen Schlaganfall. Oh Gott. Ich heul gleich. Ich sehe nichts mehr. Ich schwitze. Ich kann nicht ich mehr. Nass. Ich muss duschen. Same. Schön sind wir hier. Oh Gott. Yay! Yeah. Ich bin so fertig. Hallo! Okay, ich mache das so viel. Wir sind jetzt im Bus nach der Party und wir sind ein bisschen nass. Ganz bisschen. Ich bin komplett fertig. Ich bin komplett so. Ich kann nicht mehr unterscheiden zwischen Schweiß und Regen. Oh, was ist das? Oh, Graduation. Wunderschön. Wie man sieht, bin ich im Bett. Heute ist unser letzter Abend hier. Wir haben 0.45 Uhr und ich muss in 4 Stunden wieder aufstehen. Um 5.15 Uhr fahren wir los, damit wir um 6 Uhr losfahren können nach London. Dann sind wir da um 8 und dann sind wir den ganzen Tag in London bis um 19 Uhr, wo dann der Bus kommt und dann fahren wir zur Fähre. Und dann um 0 Uhr fahren wir dann weiter nach Deutschland. Ja, das wird ganz toll. Ich habe so viel Schlaf. Wow. Ja, ich gehe jetzt schlafen und wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Das fühlt sich irgendwie gerade nicht echt an. Ich mache mir gerade voll weg hier. Das ist einfach... dieses Spielsding, wo die Juwelieren drin sind. Die laufen einfach vorbei hier alle. Mann, das ist voll cool. Hallo! Wir stehen am Dings. Weil die Fähre kommt nicht und ich sehe scheiße aus. Natürlich kommt sie. Yay! Ei, ei, ei. Komplex. Schön mit euch. Hey, I'm stranger. Oh Gott. This is crazy. So here's my number. So call me maybe. Oh mein Gott. Mann! Hey Leute, ich bin wieder zu Hause, wie man vielleicht sieht. Wir haben den nächsten Tag, beziehungsweise schon Mittwoch, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich wieder zu Hause. Wir sind insgesamt zurück 26 Stunden gefahren, weil wir 10 Stunden lang an diesem komischen an diesem komischen Hafen standen, in Dover. Und wir kamen nicht weg, weil da war irgendwie dann die englische Behörde und die französische Behörde und was weiß ich alles. Also keine Ahnung, was da war. Aber wir standen da 10 Stunden. Ich glaube, wir sind um 7 angekommen dort. Und um 6 Uhr haben wir dann eine Fähre bekommen. Yay. Am nächsten Tag war ich dann halt halb tot, weil ich habe kaum geschlafen. Naja, aber sonst die Englandfahrt war auf jeden Fall super, super toll. Also ja, ich glaube mein Lieblingstag war Brighton. Ja, Donnerstag war mein Lieblingstag, weil Brighton ist super toll. Wir hatten leider nur viel zu wenig Zeit dort. Ja, ich glaube... Damit beende ich auch das Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich denke, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüssi!